Guten Tag. Mein Vortrag hat zum Thema, ob Marktwirtschaft ohne Privateigentum an natürlichen Ressourcen funktionieren kann. Die Fragestellung befindet sich damit jetzt in bester Tradition der Bodenreformer aus dem vorangegangenen Vortrag. Und konkret verfolge ich die normative Fragestellung, ist normativ extern axiomatisch eingeführt, inwieweit eine gleichberechtigte, freiheitliche und nachhaltige Nutzung der Erde mit den uns zur Verfügung stehenden ordnungspolitischen Mitteln möglich wäre. Ich habe damit meinen Fokus auf einem individualistischen Ansatz, der als Alternative zu Privateigentum gedacht ist und auch in den Fällen, wo man nicht auf die gleich wahrscheinlich noch von Frau Helfrich diskutierten kollektiven Organisationsformen wie zum Beispiel Commons zurückgreifen möchte. Also es ist dezidiert komplementär dazu gedacht, nicht dagegen. Denn ich halte es für wichtig, dass Menschen sich bei Bedarf freiwillig zusammenschließen in selbstbestimmten Strukturen. Dies ist jetzt meiner Meinung nach nur möglich, wo eine private Exit-Option besteht, welche naheliegenderweise durch eine individualistische Primärzuteilung von Ressourcen garantiert werden kann. Zum Inhalt. Ich werde erst aufzeigen, warum Privateigentum an natürlichen Ressourcen problematisch ist. Dann die üblichen Legitimationsstrategien für Privateigentum an natürlichen Ressourcen kritisieren und aufzeigen, dass das zentrale Eigentumsparadigma der VWL zu eng und damit meines Ermessens inkorrekt ist. Auf Basis des gewonnenen ordnungspolitischen Spielraums werde ich einen alternativen Regulierungsvorschlag skizzieren, bevor ich am Ende kurz auf die häufigsten drei Fragen eingehe und die Ergebnisse zusammenfasse. So, was sind die Probleme? Es gibt viele Kritikpunkte an Eigentum an natürlichen Ressourcen. Ich werde hier einen Fokus auf drei aus meiner Sicht ökonomisch problematischen Aspekte legen. Erstens besteht kein Druck zu einer effizienten Nutzung der Ressourcen. Zweitens ist mit einem Eigentumstitel eine Verschlechterung bis Zerstörung natürlicher Ressourcen egal, also dem bekannten Spruch, zuwiderlaufend, nachdem wir die Welt nur von nachfolgenden Generationen geerbt haben. Und drittens, das steht auch im Fokus, ergibt sich selbst bei gleicher Anfangsausstattung, zum Beispiel eben nach viel bemühten Bodenreformen, eine mittelfristige Tendenz zur Ungleichverteilung dieser Verfügungsrechte. Das heißt, einem Ausschluss von Lebensgrundlage, ungleicher Verhandlungsposition etc. Vielen Dank, Dirk, dass du vorher das ausgeführt hattest schon. Das ist alles nichts Neues, wie gesagt. Die Bodenfrage stellt sich zwangsläufig bei wachsender Bevölkerungsdichte ein und spätestens seit Sesshaftwerdung der Menschheit und ist uraltes Fundament von Feudalismus und Kapitalismuskritik. Aber weshalb haben wir denn eigentlich Privateigentum an natürlichen Ressourcen wie Boden? Es gibt hierzu zwei bekannte Legitimationsstrategien, die klassische und die pragmatische. Die klassische stammt von John Locke und nimmt sich die wilde Natur zum Beispiel, die erst durch die ersten Siedler urbar gemacht werden muss, mit viel Kraftanstrengung. Und es wäre natürlich unfair, wenn danach jemand kommt und sich in das gemachte Nest setzt und den Ersten, der die Arbeit hatte, davon dort verdrängt. Diese Argumentation ist auch so lange unproblematisch, solange eine Frontier existiert, also solange noch weiße Flecken auf der Landkarte da sind, in die eben neue Leute ausweichen können und eben selber urbar machen können und Land dadurch sich akquirieren können. Wir Nachgeborenen jetzt haben aber leider alle diese Möglichkeit nicht mehr. Alles ist schon verteilt und wir befinden uns in einer Erblinie, in der man Glück oder Pech mit dem Status seiner Eltern haben kann und sonst Ressourcenrechte erst von anderen, die schon früher da waren, erwerben muss. Abgesehen von dieser Hintergrundbetrachtung, dieser historischen, ist das Argument der Emergenz hier jedoch völlig unhaltbar. Es ist gängige Praxis, die Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden getrennt zu entlohnen, auch wenn diese im Produkt verschmolzen sind. Auch ein iPhone oder ein sonstiger Konsumgegenstand, der produziert wurde, vereinigt Produktionsfaktoren, aber niemand würde sagen, dass, weil es nicht mehr trennbar ist in diesem Handy, können wir leider Kapital und Arbeit nicht mehr getrennt entlohnen und der gesamte Profit muss einem Produktionsfaktor zugeschlagen werden. Diese Argumentation ist völlig unhaltbar. Überspitzt gesagt könnte man sagen, es macht ja vielleicht irgendwie intuitiv Sinn, wenn jemand behauptet, wer einen Apfel erntet, dem gehört der Apfel. Oder wer einen Apfelbaum pflanzt, dem gehört dann der Apfelbaum und auch die Ernte. Aber wenn jemand einmal einen Apfel gepflückt hat und einen Apfelbaum pflanzt, dass dann der Grund und Boden unter diesem Apfelbaum diesen Personen für immer und ewig gehören sollte, uns allen seinen Erben, ist doch ein etwas gewöhnungsbedürftiges Konzept. Weil diese klassischen Argumentationsstrategien also schlicht nicht zu halten sind, wird sie meist nur anekdotenhaft verwendet und das Eigentum in der Ökonomie pragmatisch begründet.
Privateigentum sei demnach deshalb alternativlos, weil nur so die folgenden zwei Vorteile erreicht werden können. Das Recht auf vollen Arbeitsertrag, weil Rechte am Produkt und eventuell verbesserten Produktionsfaktoren beim Eigentümer bleiben. Das sei ein Vorteil, weil zum einen fair, aber zum anderen, noch wichtiger, auf eigene Rechnung zu arbeiten äußerst motivierend ist. Man sieht das an Kleinbauern, der Schumpetersche Unternehmer ist auch ein Beispiel. Und ein zweiter Vorteil das sei, dass aufgrund dieser individuellen Produktivität es auch zu einer gesamtgesellschaftlich effizienten Einsatz der Ressourcen erfolgt. Viel zitiert wird hier auch dieser berühmte Spruch, das Wandern der Produktionsfaktoren zum Besten wird im Kapitalismus. Diese pragmatische Argumentation möchte ich jedoch auch nicht unkritisiert lassen, weil sie meiner Meinung nach auch relativ unzutreffend ist. Erstens muss man sagen zur Leistungsgerechtigkeit, das Recht auf vollen Arbeitsertrag gilt nur für Eigentümer heute, der Rest der Menschheit ist zunächst ausgeschlossen. Die ökonomischen Renten fallen zudem je nach Produktivitätspotenzial und Knappheit des jeweiligen Eigentums verschieden hoch aus und müssen am Ende natürlich von den Eigentumslosen bezahlt werden, was ja der klassische linke Kritikpunkt ist. Wer keinen Ressourcenzugang hat und diesen nur mit Verkauf der Arbeitskraft erlangen kann, ist klar im Nachteil. Was das mit Leistungsgerechtigkeit zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht. Wobei natürlich auch gesagt werden muss, selbst wenn man seine Arbeitskraft verkaufen will, braucht es einen Käufer. Und wie viele Golfplatz-Caddies braucht man, wenn man wirklich viele Ressourcen kontrolliert? Da werden sehr viele Leute übrig bleiben, mit deren Arbeitskraft auf dem Markt kein entsprechender Gewinn zu erzielen ist. Ich würde jedoch argumentieren, dass Leistungsgerechtigkeit hierbei nicht von der Absolutheit der Rechte abhängt, die eingeräumt werden, sondern erstens von der Exklusivität der Rechte, man muss auf eigene Rechnung arbeiten können, und zweitens nur realisiert wird ohne verzerrende Umverteilung, also wenn Knappheitsrenten wegfallen. Und diese Knappheitsrenten fallen am besten dann weg oder neutralisieren sich, wenn alle eine gleichwertige Verteilung von Verfügungsrechten haben, wenn im Prinzip die Bodenrenten, die man sich und anderen bezahlt, sich ausgleichen, weil alle den gleichen Zugang haben. Der zweite Punkt war die effiziente Nutzung durch Eigentum. Das ist auch so der Punkt, dass man sehr pragmatisch sagt, ja, das mag ja immer mit Nachteilen sein und alles ein bisschen unfair, aber es ist eben sehr effizient. Ich würde aber sagen, dass man auch das im Prinzip widerlegen kann, weil hier besteht nur ein Anreiz dazu, wohlgemerkt, ein freiwilliger Anreiz, dem der Eigentümer nachkommen kann oder auch nicht. Und weil das seit langem bekannt ist, weil es seit langem bekannt ist, werden auch realitätsferne Hilfskonzepte in der VWL verwendet, wie Opportunitätskosten, gewinnmaximierende Akteure, vollständige Informationen, fällende Transaktionskosten. Die Summe dieser Annahme ist äußerst weltfremd, aber wird in manchen ökonomischen Schulen deshalb so vehement verteidigt, manchmal nicht mehr verteidigt und offensiv vertreten, aber trotzdem noch aus Bequemlichkeit weiterverwendet, weil diese axiomatischen Hintertüren es erlauben, in einer konstruierten Fantasiewelt mit diesen ganzen Annahmen dem Privateigentum wieder eine hohe Effizienz zuzuschreiben, die es in unserer faktischen Welt nicht hat. Hingegen die vorhin genannten Bodenreformer Thomas Paine, Henry George und andere waren da im liberalen Sinne konsequenter, da sie wirklich die Bodenrente abschöpfen und gleichzeitig einen Zwang zum besten Wirt einführen wollten. Ich distanziere mich da auch davon, dieser Zwang zum besten Wirt halte ich auch für sehr problematisch, aber in einem VWL-Vortrag sei er erwähnt, weil er dieses Effizienzargument aufgreift. Halten wir ein kurzes Fazit der Kritik fest. Tatsächlich sind die aufgeführten Vorteile von Privateigentum zumindest teilweise nur vermindert gegeben, teilweise auch gar nicht. Weiterhin kristallisiert sich eine wichtige Differenzierung heraus. Die Absolutheit bzw. Reichweite der Verfügungsrechte spielt keine entscheidende Rolle für die Vorteile von Privateigentum, scheint der erste Teil des Wortes von Privateigentum, nämlich privat oder exklusiv, eine entscheidende Merkmalsausprägung zu sein. Prinzipiell sind wahrscheinlich erstmal alle Arten von exklusiven Verfügungsrechten, gleichwohl wie diese Verfügungsrechte ausgestattet sind, von Mietrechten über Nutzungsrechte, Erbpacht, Fruchtziehungsrechte bis hin zu eben Eigentum mit ganz umfassenden Rechten auch zu zerstören und so interessant. So, die Relevanz der Zwischenergebnisse. Ich gebe ja zu, es mag vielleicht pedantisch anmuten, dass ich diese Differenzierung ziehe. Allerdings würde ich sagen, es hat eine sehr große Relevanz. Erstens bedeutet es nicht weniger, als dass die zentralen Eigentumsparadigmen der Ökonomie damit wegfallen. Es ist schlicht falsch, wenn man meiner Argumentation folgen möchte. Und zwar, weil diese Privateigentumsdogma oder Paradigma einfach zu eng gefasst ist.
Unverzichtbar an diesem Paradigma ist der Aspekt privat, nicht jedoch, wie weitgehend die Rechte ausgestattet sind, weshalb ich auch eine andere Definition vorschlagen möchte, nämlich nur Privatverfügungsrechte sind die Voraussetzung für Privatwirtschaft. Warum der Markt fehlt, wäre nochmal ein eigener Vortrag, gehe ich heute nicht drauf ein. Zweiter Relevanzpunkt ist, dass die Ergebnisse einen neuen ordnungspolitischen Raum aufstoßen, den es zu erforschen gilt, was ich auch gleich mal machen möchte und schauen, wie weit man kommen könnte. Konkret gefragt, lässt sich jetzt zum konstruktiven Teil übergehen, lassen sich mit exklusiven, aber eingeschränkten Nutzungsrechten gleichzeitig mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar erstens eine Gleichverteilung von individuellen Nutzungsrechten an alle Menschen, das Wertproblem in den Griff bekommen und eine Pareto-effiziente Verteilung erreichen. Lassen Sie mich zur Kernidee kommen, der vielleicht wichtigsten Folie des Vortrags. Diese Kernidee besteht aus zwei Aspekten. Erstmal einem bürokratischen Rahmen und einem darin eingebetteten Markt. Zunächst wird geschaut, wie viel der natürlichen Ressourcen naturbelassen bleiben sollten und wie viel vom Rest nicht kollektiv, sondern individuell und unter nachhaltigen Auflagen genutzt werden darf. Teilweise ist diese Fragestellung nicht ökonomisch beantwortbar, sondern naturwissenschaftlich. Dann wird in einem zweiten Schritt gleiche Rechte über gleiche Kaufkraft zugeteilt, sozusagen einer Ressourcenwährung, gegen welche die Nutzungsrechte an Einheiten von natürlichen Ressourcen regelmäßig neu versteigert werden. Dabei ist sind diese lebenslang gültigen Ressourcenzertifikate handelbar, also es ist eine temporäre Vermietung von überschüssigen Ressourcennutzungsrechten möglich zwischen Menschen, ganz dezentral. Das hört sich jetzt sicherlich etwas abstrakt an. Wie würde es praktisch aussehen? In der Praxis würde es nicht viel anders aussehen als heute eigentlich, außer dass nicht nur die Eigentümer diese Privilegien genießen, ihre Ressourcen zu vermieten, sondern dass alle einen gewissen Grundstock an Vermietungskapazität haben. Jeder Mensch könnte demnach frei wählen, wie viele und welche Arten von natürlichen Ressourcen er im Rahmen des ihm zustehenden Anteils, und zwar genau dem durchschnittlichen Anteil auf die Weltbevölkerung gerechnet, er selbst nutzen möchte. Direkte Partizipation sehe dann so aus, dass man konkrete Landparzellen, zum Beispiel in Göttingen mit x Jahren Laufzeit, an Nutzungsrechten ersteigern könnte. Derjenige, dem das am meisten wert ist, wird diese wahrscheinlich ersteigern. Da alle gleiche Kaufkraft haben, ist das eine faire Sache. Und indirekte Nutzung wäre insofern möglich, als dass man natürlich überschüssige Zertifikate, wenn man ein bisschen sparsamer lebt, nicht so viel konsumiert, kann man am Markt über Börse vermieten. Und andere, die mehr brauchen, weil sie ihren persönlichen Golfplatz wollen, müssen eben das Geld auftreiben, irgendwie da sich zusätzliche Rechte einzukaufen. Oder eben, wenn sie in der Landwirtschaft sind, werden sie sich diese Rechte einkaufen und dann eben über die Salatpreise wieder an die Konsumenten zurückfließen lassen. Insofern bei durchschnittlicher Ressourcennutzung gleicht sich das dann wieder aus. Das Ergebnis des Regulierungsdesigns sollte sich eigentlich sehen lassen können, falls ich mich da nicht komplett irren sollte. Erstmal wird echter Umweltschutz durchsetzbar. Zweitens herrscht jederzeit Ressourcengerechtigkeit, selbst bei wachsender Weltbevölkerung. Drittens fällt das Wertproblem nicht an, dass man ohne Einsatz des Marktmechanismus hätte, das ist das alte Sozialismusproblem. Viertens bietet sich eine enorme individuelle Freiheit und Flexibilität über das persönlich gewünschte Verhältnis von Arbeitszeit und Konsumwünschen, die 4-Tage-Woche oder die 4-Stunden-Tag wird möglich, sofern man sich auch beschränkt. Das wäre im Prinzip völlig flexibel. Jeder wäre so seine eigene kleine Gewerkschaft in dem Sinne, weil eine private, individuelle Stärkung stattfindet. Und eben, man kann auch nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Art der Beschäftigung völlig frei einteilen, weil man sozusagen sein eigenes Ressourcenpaket mit rumschleppt und sich entweder selber damit subsistenzwirtschaftlich betätigen kann oder seinen Ressourcenanteil in irgendwelchen Formen von Kollektiven einbringen möchte, wie auch immer diese geregelt sind, oder eben auch ganz privatwirtschaftlich selber ein Beschäftigungsverhältnis anstrebt. Und ich komme mal zum Ende. Da gibt es dann ein paar Fragen. Inwieweit ist es überhaupt eine Enteignung, weil da diese Übertragung immer und so dazwischen, da diese ganzen ressourcengebundenen Investitionen, gehen die nicht kaputt? Beziehungsweise ist da nicht der Nächste eben, der das in Anspruch nimmt, der Gewinner, der Nutznießer? Natürlich muss eine Ablöse zu Marktpreisen erfolgen, ist aber kein Problem eigentlich, findet ja schon heute statt bei Verkauf. Zweitens dürfte es trotz egalitärer Ressourcennutzung immer noch Probleme mit Gentrifizierung geben. So kann man aber eigentlich auch in den Griff bekommen, indem man da gewisse bürokratische Anker nochmal einfügt, falls man möchte. Und drittens, alles irrelevante Utopie. Würde ich nicht so sagen, weil nämlich das Problem sich ja heute mit Land jetzt nicht so stellt, aber Bodenschätze sind national und die Luft wird gerade privatisiert mit Emissionsrechten, allerdings sehr unfair in der ganzen Form. Genau. Die letzte Folie, Zusammenfassung.
die drei zentralen Ergebnisse. Erstens, das ökonomisch zentrale Paradigma von Privateigentum ist nicht der notwendige Preis für eine nicht kollektivistische und effiziente Wirtschaft. Zweitens habe ich den Entwurf eines schlanken Regulierungsdesigns zur Diskussion gestellt, das meines Ermessens nach die natürlichen Ressourcen schützen und allen Menschen gleiche und selbstbestimmte Nutzungsrechte einräumen könnte. Drittens und letztens, ein ungleicher Ressourcenzugang ist somit nicht als notwendiges Übel für individuelle Freiheit und wirtschaftlichen Wohlstand zu sehen. Ich danke Ihnen und freue mich auf Ihre Fragen. Darf ich gleich korrigieren? Also es gibt keine Fragen, sondern es gibt nur eine Frage in Angesicht der Zeit. Aber wie gesagt, Christoph Freidorf ist die ganzen Tage bis Mittwoch hier und man wird ihn mit Sicherheit auch auf dem Gang treffen können. So, hier brennt was. Die natürlichen Ressourcen in deiner ersten Modellannahme, sprich in deiner Lösung, die von einer bürokratischen Organisation erstmal identifiziert werden und anschließend per Lizenzgebung quasi rausgegeben werden, halte ich für, ich sag mal, noch nicht vollends durchdacht, denn es ist ja heute grundsätzlich privatwirtschaftlich organisiert, dass auch Ressourcen überhaupt entdeckt werden, also die Exploration selbst. Das heißt, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass eine Organisation, ob es der Staat oder irgendeine andere Gesellschaft ist oder sowas in der Art, die Ressourcen von vornherein auf einen Cap limitieren kann. Die Art von Forschung wird versucht, planetare Grenzen, auf globaler Ebene kann man das nennen, bei Ressourcen wahrscheinlich auch. Dieses Wissen gibt es, aber es herauszufinden ist sehr teuer. Frage ist, ob dort ebenfalls marktwirtschaftliche Prinzipien oder auf Effizienz getrimmte Prinzipien zu einer Kostensenkung der Entdeckung führen könnten. Das kam mir da noch relativ zu kurz, weil das so rauskam, man entdeckt es und dann ist es da und man kann es als Lizenz quasi rausgeben. Soll ich sofort? Ja, also ich fasse mich kurz, wir können den Punkt gerne vertiefen, das ist jetzt ein Detail meiner Meinung nach, weil im Prinzip erstmal ich davon ausgegangen bin, welche Ressourcen jetzt schon da sind, bei Land muss man nicht rumstreiten. Wie gesagt, ist das auch mein primärer Fokus, weil mir geht es jetzt weniger darum, ob jetzt die Handys ein bisschen günstiger werden, weil man an seltene Erden rankommt, mir geht es darum, ob der indische Kleinbauer sich umbringt, weil er irgendwie seine Schulden nicht mehr zahlen kann. Insofern ist das, glaube ich, mit diesem wandelbaren Ressourcenbegriff, dass der natürlich im Fluss ist und was nachhaltiger Konsum dieser Ressourcen ist, ist natürlich ein vollständig im Fluss befindlicher Begriff. Ich denke, man kann da sehr gut, wie auch heute teilweise schon geschehen, auf marktwirtschaftliche Prozesse zurückgreifen, indem eben solche Schürflizenzen vergeben werden, aber dann dürfen solche Firmen das halt nicht auf eigene Kappe verkaufen, sondern im Prinzip der günstigste Anbieter extrahiert irgendwelche, was weiß ich, ein paar hunderttausend Tonnen Kupfer und dies wird dann eben über diesen Prozess, also als Dienstleistung, die auch bezahlt wird, aber dieser Rohstoff wird dann über diese Methode allokiert. Und auch zur Forschung, natürlich, wenn man sagt, man möchte von staatlicher Seite irgendwie wissen, ob Ressourcen substituierbar sind oder ob es vielleicht noch irgendwo auf nachhaltigen Wege abbaubare Ressourcenbestände gibt, natürlich kann man da auch Forschungsleistungen, marktwirtschaftlichen Auftrag geben, da sehe ich irgendwie kein Problem damit. Ich hoffe, das beantwortet die Frage in aller Kürze, weil ich dem Nächsten jetzt gleich das Podium geben möchte. Genau, in aller Kürze, sehr schön. Ja, dann vielen Dank nochmal, Christoph Freidorf.